Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, wir spielen heute wieder Dead by Daylight, so wie am Dienstag. Und wir spielen aber heute nicht mit mehreren zusammen, sondern alleine. Und wir spielen mal die Killer-Seite, also nicht ein Survivor, sondern ein Killer, wie ihr hier schon seht. Ich habe mir den Hillbilly ausgesucht. Der hat so eine Kettensäge, der stürmt auf die Leute zu und sägt die dann nieder. Und der hat halt noch so einen Hammer zum Schlagen. Ja. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in-game und probieren mal aus, ob das alles so klappt. So, Leute, da sind wir auch schon in-game. Wir spielen den Kettensägenmann. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Und für die Leute, die das Spiel nicht so gut kennen, es geht jetzt hier darum, mit dem Killer, also ich bin der Killer hier gerade, der rennt hier so rum. Ich muss 4 Survivor töten, ne? Und die müssen in der Zeit, wo ich die halt töte, diese Generatoren hier fertig machen. 5 Stück davon, sieht man links unten, wie viele da noch übrig sind. Und dann geht das Tor auf, wo sie dann entkommen können. Genau, und ich muss sie hier an die Haken hängen, die hier überall auf der Karte verstreut sind. Und dazu müsste ich erstmal welche finden. So. Und die Damen und Herren sind hier irgendwo auf der Karte verstreut. Uns werden die Generatoren übrigens angezeigt, also mir, dem Killer. Und ja, wir müssen uns jetzt hier umschauen. Da hinten sehe ich, habe ich gerade einen gesehen, in der Ferne. Fuck, da habe ich ein bisschen gegen die Wand gesägt. Das ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn man der Kettensägenmann ist. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber hey. Genau, und man hat als Killer 2 Fertigkeiten meistens. Meistens ist es einmal ein Schlag oder ein Stich oder was auch immer, was für eine Waffe man dann hat. Da drüben ist übrigens schon wieder einer. Und einmal halt eine zweite Ability. Das ist dann bei dem hier zum Beispiel halt die Kettensäge, die ich jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen besser zeigen kann. Okay, oder auch nicht. Man braucht eigentlich mal 500 Jahre, um da von wieder runterzukommen von der Kettensäge. Das braucht mir zu lange, du. Okay, man kann hier auch übrigens sich in den Schränken verstecken als Survivor. Und als Killer kann man dann natürlich reingucken. Was sagt hier vielleicht? Oder hier? Nein. Schade. Ja, ich bin leider als Killer nicht ganz so gut. Ja. Moment. Da ist ja gerade einer mir vorbeigelaufen. Da habe ich, glaube ich, hier, ja, hier drüben habe ich auch einen gesehen. Hier diese Spuren auf dem Boden, diese glühenden Leuchtspur-Dinger da. Die kommen, wenn jemand sprintet, also wenn ein Spieler vor mir wegläuft. Dann kriege ich die immer zu sehen und kann denen dann besser folgen. Hier muss ich dann durch. Da drüben ist er. Na komm. Gut. Moin. Na komm. Hä? Wieso sägt der immer so komisch, Alter? Der sägt immer sonst wohin, wo ich gar nicht hingeklickt habe. Was soll das denn? Komm. Muss ich jetzt auch mal irgendwen erwischen. Irgendwie ist die Kettensäge nicht ganz so geil. Na komm. Mädchen, bleib mal stehen hier, wa? Komm schon. Zack. Siehste, hast du davon, wenn du wegläufst, ne? So, komm. Ich hänge dich jetzt hier irgendwo auf. Da drüben. Jetzt werden mir die Haken nämlich hier rot angezeigt. Und da kann ich dann halt die Dame aufhängen. Und zwar einmal hier ran. Und zack, da hängt sie. Schön am Haken. Sehr schön. So, Leute. Denn kommt mal her, wa? Ich mach euch alle. Wir wollen natürlich nicht jetzt campen, so. Und ich natürlich auch ein bisschen schauen, dass wir hier die Leute abgrabben können. Huch. Da kommt doch bestimmt von hier welche, ne? Na, da drüben.
Da sehe ich doch noch jemanden. Hä? Wieso siegt er denn immer so an die Seite? Was ist denn los mit dem? Ich muss das gerade mal irgendwie ganz kurz nochmal checken, wie das funktioniert. Ah, so. Perfekt. Komm, put, put, put. So, jetzt hänge ich ihn nochmal an den gleichen. So. Okay, das hat jetzt diesmal funktioniert mit der Kettensäge. Irgendwie ist das sehr merkwürdig mit der Kettensäge. Einmal wegdrehen. Schnauze. Nein. Schnauze, ich muss mich wegdrehen von der Taschenlampe. Und zweite weg. Scheiße, ich konnte die andere nicht mehr aufhängen. Egal, dann nehme ich jetzt die hier. Ich habe noch eine down, ne? So. Deine scheiß Taschenlampe, Mann, hier, komm. Dafür kriegst du jetzt eine schöne Rückenmassage. Zack. So, wo haben wir die andere Dame? Ja, probier's ruhig. Huch. Na. Ein bisschen hier gucken. Da, Hallöchen. Na, wie geht's? So, da haben wir noch die Dame. Wir werden nicht gleich nochmal den hier gönnen. Die da hole ich mir auch gleich noch. So. Einmal die hier bitte. Das klappt doch wohl hier wie am Schnürchen, wa? Können wir hier richtig schön... Ander. So. Da hinten war noch eine Dame. Da. Ja, ja, mach mal. Komm. Da ist sie. Ich will die andere eigentlich dann drüben... Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ja, guck mal, wieso sägt er da an die Seite? Ich verstehe es nicht. Warum sägt er da an die Seite ran, wenn ich da überhaupt nicht hingelenkt habe? Mann, ey. So, da drüben ist die Alte. Ich habe so viele Down gehabt zwischenzeitlich. So, da drüben. Okay, renn da ruhig rein. Dann kann ich hier nämlich da lang. So, komm. Ha, Schnauze. So. Dort drüben ist ein Haken. Perfekt, würde ich sagen. So. Einmal ran da. Müsste jetzt auch tot sein, so langsam, ne? Ja. Perfekt, okay, eine haben wir. Das ist aber auch leider nur eine von... Hier, die ich töten muss, und wir haben nur noch einen Generator. Also ich glaube nicht, dass ich diese Runde gewinne. Aber hey. Das ist ja nicht ganz so schlimm. So, wo ist hier der Herr oder die Dame? Hier war doch eben jemand. Das habe ich doch genau gehört. Nee. Hier nicht. Na gut, okay. Das Problem ist, ich kann... Hier sind Spuren. Moin! Einmal. So. Komm. Junge, bleib hier. Kleiner Penner. Schön ist, man ist als Killer immer schneller. So. So, noch eine down. Fehlt nur noch eine. Oder eine. So. Hä, war was? Okay. Direkt losgerissen, alles klar. Ja, egal, dann nehme ich halt die Dame. Wo ist die Alte? Hier. Nehmen wir die. Wir haben ja noch eine zweite. So. Zack. Randa. Die ist auch schon halb weg. So. Na. Leute, wo seid denn ihr? Zwei fehlen noch. Da drüben ist der andere. Genau gesehen. Komm. Put, 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 put.
Komm, putt, putt, putt. Naja, gut, dann können wir das wenigstens direkt durchsiegen. Leck mich, ich gehe jetzt kurz zu der anderen. Das dachte ich mir nämlich schon. Oh, säg doch nicht gegen den scheiß Stein, du Penner. Ich hasse den. Wieso sägt er denn immer dagegen? Ich blick das nicht. So, hier muss doch irgendwo noch mehr sein. Bestimmt hier einer in den Schrank gegangen. Siehste? Tja, Junge, jetzt gibt's dir aber auf die Schnauze. Jetzt kommst du hier nämlich schön auf den Haken. Zack. So. Nächste hier. Schade. Na gut, dann nicht. Ich will ja hier nicht campen, ne? Ich will denen auch eine faire Chance lassen zu überleben. Aber hier kann man sich doch mal hinstellen, ein bisschen gucken. Und wo hier welche kommen. Hallöchen. Da drüben ist ein Generator. Da ganz da hinten haben wir noch einen. Und halt der hier direkt. Okay, die haben jetzt den da fertig gemacht. Heißt, ich gehe mal gerade darüber, weil die bestimmt jetzt den Eingang aufmachen. Da habe ich auch gerade schon einen laufen gesehen. Stehen jetzt nicht direkt am Eingang, aber bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Da hinten ist der andere Eingang. Und der wurde runtergeholt, das ist auch nicht so gut. Weil ich kann ganz gut zwischen den Eingängen patrouillieren. Beziehungsweise die dann abfangen, wenn die zum anderen gehen. Das sind halt jetzt, da ist einer. Der hat jetzt drei Leute. Und hier sind alle drei in der Ecke, ich höre das schon. So, einer. Da hinten war, glaube ich, noch die andere Dame. Nicht wahr? Da war ein Blutfleck. Da ist sie. Moment doch, ich habe sie ge... Sag mal... Jetzt aber auch mal hier Schluss. Schluss mit lustig. Komm rüber, komm. Müssen nur die darin kriegen, dann haben wir nämlich den Grund für die anderen hier zu bleiben. Das ist schon mal sehr gut. Ich nehme die gerade mal. Haben wir überhaupt noch einen Haken irgendwo? Ja, da drüben. Gut. Sonst wäre auch ein bisschen doof. So, dann hängen wir die nochmal daran. Da hinten habe ich gerade schon wieder einen gesehen. So. Zack. Die ist auch vorbei mit ihr. Hier ist niemand. Dann gehe ich einmal zum anderen Ausgang. Der ist, ja, der ist schon offen. Natürlich. Ciao. Aber gut gespielt. Ne? Nein, bitte nicht. Nein. Oh, hier ist die... Hey, hier ist die Klappe. Ja, 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 ich habe ihn nochmal gesägt. Ich kann ihn nicht aufheben. Wieso kann ich ihn nicht aufheben? Was? Ich... Was? Was? Ich konnte ihn einfach nicht aufheben. Ich hätte 3 von 4 down gehabt. Ich konnte ihn nicht aufheben. Oh nein, das kann doch nicht sein, Alter. Scheiße. Aber das Match war nice, das hat Spaß gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar, lasst ein Like da, abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es heißt Dead by Daylight oder irgendein anderes Spiel. Tschüss!